So, heute schauen wir uns mal ein paar Videos an zum Thema Kuba. Ist schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Und ich habe hier ein paar vorbereitet, die habe ich tatsächlich schon länger auf der Watchlist, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie mir anzuschauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ja, also ganz entspannt. Es sind insgesamt 4 Videos. Mal gucken, wie wir durchkommen, ob wir diese 4 auch insgesamt dann schauen werden. Aber diese hatte ich mal gefunden und haben mich so erstmal interessiert. Na, und da würde ich sagen, wir starten mit dem Zug durch Kuba, Reisebericht und Erlebnisse Andersreisender. Jo, na denn, los geht's. The Intel vPro platform has hardware-based security to defend against attacks. It's like aliens are drawing us in, but no worries. So let's attack the keyboards. Get hardware-based protection above and below the OS. Und auch sehr holpriges Erlebnis. Ich reiste auch in Waggons, die schon vor langer Zeit in Deutschland ausgemustert wurden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob du diese Waggons auf den ersten Blick in meinem Video wieder erkennst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge über Zugreisen in Kuba. Diese Folge führt uns ins Jahr 2016 zurück. Damals, da reiste ich durch Kuba und eh klar, ich war dort natürlich auch mit dem Zug unterwegs. Nur wenige Bilder und Videos von dieser Reise wurden bisher veröffentlicht, denn sie waren eigentlich nie für YouTube gedacht. Es wird also Zeit, sie zu zeigen, denn die Reise war ein besonderes Erlebnis und sie lief auch für mich bezüglich Zugreisen völlig anders ab, als ich es sonst in anderen Reiseländern gewohnt bin. Außerdem verändert sich das Bild auf den Gleisen Kubas zunehmend. Mitte 2019, da wurden die ersten modernen Züge aus China angelegt. Ich muss an der Stelle sagen, ich bin tatsächlich in Kuba nur als Kind mit dem Zug gefahren. Ansonsten jetzt als Erwachsener eigentlich gar nicht mehr. Wäre tatsächlich mal wieder eine Erfahrung wert. Ne? Aber mal gucken, was uns jetzt dieses Video so bringt an ja, Erlebnissen. Geliefert. Auch Russland liefert Fahrzeuge und das Streckennetz soll wieder modernisiert werden. Also ist es ein guter Zeitpunkt, die Bilder und Videos und auch die dazugehörigen Reiseerlebnisse von meiner Reise mit dem Zug durch Kuba endlich einmal zu veröffentlichen. Wenn man an Kuba denkt, dann fallen einem sofort beschwingte Musik, lebensfrohe Menschen und auch die alten amerikanischen Straßenkreuze ein. Über Zugreisen wird allerdings nur relativ selten gesprochen. Das hat auch seinen Grund, denn auch wenn es ein besonderes Abenteuer ist, sind selbst organisierte Reisen in Regelzügen gar nicht so einfach durchführbar. Meine Reise durch Kuba beginnt in Matanzas in der Nähe von Varadero im Nordosten der Insel. Von dort will ich in einigen Etappen bis Santiago de Cuba im Osten und dann noch weiter bis Baracoa reisen. Wie auch sonst möchte ich weite Strecken. Also tatsächlich eigentlich so ziemlich komplett über die Insel, wo der Teil im Westen fehlt. Aber ansonsten bin ich mal gespannt. während meiner Reise mit dem Zug zurücklegen. Als Neuankömmling in Kuba bin ich zuerst noch motiviert. Matanzas bietet mit 2 Personenbahnhöfen eigentlich eine gute Auswahl an Bahnreisemöglichkeiten, möchte man zumindest meinen. Einer der Bahnhöfe in Matanzas liegt an der Hauptstrecke Havanna-Santiago de Cuba. Und von hier möchte ich auf meiner ersten Etappe bis nach Santa Clara reisen. In diese Richtung gibt es einmal täglich eine Schnellzugverbindung. Diesen Zug möchte ich nehmen. Einfach eine Stunde vorher da sein, es gibt keine Reservierung, wird mir erklärt. Als ich dann vollbepackt am Bahnhof stehe, werde ich in ein kleines Zimmer gebeten. Dort wird mir dann erklärt,
dass ich mir heute keine Reisechancen mehr ausrechnen kann. Es gibt nämlich eine Warteliste mit über 50 Namen drauf. Doch wo kommt bloß diese Liste her? Hier und auch auf den anderen Bahnhöfen wird mir erklärt, dass keine Reservierung möglich sei. Manjana wäre ein Platz im Zug frei. Vielleicht. Manjana, also morgen. Das ist mir definitiv zu spät, denn dann möchte ich nämlich schon in Santa Clara sein. Während meiner Reise durch Kuba bin ich dann erstmals in Trinidad erfolgreich, was die Zugreisen betrifft. Die Gleise sind dort zwar nicht mehr mit dem restlichen Eisenbahnnetz verbunden, aber dafür kann man von dem kleinen Bahnhof mehrere Züge nutzen. In die eine Richtung führt eine kurze Fahrt mit dem Schienenbus zum Meer und in die andere Richtung führt die Strecke ins Valle de los Ingenios. Einmal pro Tag fährt in dieses Tal der Mühlen ein beliebter Touristenzug. Gemeint sind Zuckermühlen, denn das Tal zählte einst zu den wichtigsten Zuckeranbauzentren Kubas. Der ganze Müll, der da liegt, ne? Aber ja, auch das ist Kuba. Mich reizen auf meinen Reisen immer ganz besonders die Regelzüge, also jene Züge, die auch die Menschen vor Ort in ihrem Alltag nutzen. Zweimal täglich fährt auf dieser Strecke auch ein Regionalzug. Diesmal klappt es auf Anhieb mit dem Zugticket. Es kostet aber das mehr als 150-fache von jenem Preis, den Einheimische für die Fahrt bezahlen. Ich könnte also als Kubaner um das gleiche Geld theoretisch den ganzen Schienenbus chartern. Hi, ich bin Steffi. Ich kenne mich schon als Fußballspieler oder als Kulttrainer. Dann wäre ich allerdings allein im Zug. Und das finde ich sehr schade, denn genau das ist es ja, was ich bei der Reise mit Regelzügen so mag. Mittendrin zu sein und die Atmosphäre zu genießen. Kurz vor Sonnenuntergang steht der Schienenbus in Trinidad bereit. Bis zur Endhaltestelle Meier dauert die Fahrt etwas mehr als eine Stunde. Es war klar, dass ich unter den kubanischen Fahrgästen sofort auffalle. Die sind auch nicht verlegen, mir Löcher in den Bauch zu fragen und Heiratsanträge zu machen. Vor lauter Quatschen kann ich mich kaum auf die Strecke konzentrieren. Wir halten an zahlreichen kleinen Stationen mit durchaus eigenwilligen Namen wie Vietnam oder Irene. Der Schienenbus, der wurde in Kuba gebaut. Die technische Ausstattung, die stammt aus der DDR und angetrieben wird der Schienenbus von einem russischen Motor. Guter Mix. Letzter Halt, Meier. Hier endet die Zugfahrt am Prellbock. Nach wenigen Minuten Aufenthalt führt die Fahrt dann wieder in der Finsternis zurück nach Trinidad. Weitere Tipps zu den Zugausflügen rund um Trinidad findest du bei mir im Reiseblog auf andersreisen.net. Der Beitrag ist in der Videobeschreibung verlinkt. Meinen nächsten Versuch, um meine Reise mit dem Zug durch Kuba fortzusetzen, unternehme ich in Camagüey. Ab zum Bahnhof, Fahrplan checken und nach Tickets fragen. Ein Mitarbeiter, der sehr gut Englisch spricht, meint, man könne die Tickets kurz vor der Fahrt online kaufen. Ich bin überrascht, da das Internet in Kuba zum Zeitpunkt meiner Reise noch in den Kinderschuhen steckt. Auf nochmaliges Nachfragen werde ich dann Hat er gesagt, wann er gereist ist? Er sagt ja nur, dass es schon eine Weile her ist, aber na gut. Erklärt, ich solle sie online kaufen, also mich einfach
in die Reihe vor dem Schalter stellen und hoffen, dass ich ein Zugticket bekomme. Das ist keine praktikable Lösung für mich. Ich würde ja gern spontan reisen und hätte auch kein Problem, in Camaway noch eine oder zwei Nächte länger als geplant zu bleiben. Aber Unterkünfte sind schwer zu bekommen und müssen Tage im Voraus in Kuba reserviert werden. Auch Busse sind auf beliebten Strecken viele Tage im Voraus ausgebucht. Das stimmt. Die individuelle Reiseplanung in Kuba ist nicht so flexibel, wie ich es mir wünschen würde und von anderen Reiseländern kenne. Auch wenn es mit der Weiterreise per Zug vorerst nichts wird, finde ich es trotzdem interessant, das Leben am Bahnhof in Camaway zu beobachten. Die Wagen, die wie Güterwaggons aussehen, sind übrigens Personenwagen. Weiter geht meine Reise nach Santiago de Cuba und noch ein bisschen weiter bis an den östlichsten Zipfel der Insel nach Baracoa. Santiago de Cuba ist die zweitgrößte Stadt Kubas. Von 1908 bis 1952 fuhren hier auch Straßenbahnen durch die engen Gassen. Rund 65 Jahre später sind noch Überbleibsel der Straßenbahn erkennbar. Am Fahrkartenschalter in Santiago de Cuba versucht man mich zu überzeugen, dass die Reise im Bus wesentlich bequemer und auch billiger sei als im Zug. Ich lasse mich aber nicht überzeugen und versuche hartnäckig ein Zugticket zu ergattern. Nach langer Diskussion wird es mir dann auch ausgestellt. Während Kubaner mit der Moneda Nacional, dem kubanischen Peso, bezahlen, werden Zugtickets an ausländische Touristen nur gegen Peso-Konvertible verkauft. Das bedeutet also um den 25-fachen Preis. Trotzdem bleibt das Ticket für mich leistbar. Für die über 600 Kilometer lange Fahrt von Santiago de Cuba nach Santa Clara bezahle ich umgerechnet rund 17 Euro. Das Zwei-Währungssystem wurde Ende 2020 abgeschafft. Es wird nun nur noch mit kubanischem Peso bezahlt. Zwei- bis dreimal pro Woche fährt von Santiago de Cuba ein Zug ab. Der Bahnhof, der wirkt völlig überdimensioniert. Im Morgengrauen warte ich in der Wartehalle auf die Abfahrt meines Zuges nach Santa Clara. Erst kurz vor Abfahrt des Zuges werden die Tore zum Bahnsteig geöffnet. Die Wagennummern sind nicht an den Waggons ersichtlich, stattdessen rufen sie die Schaffner aus und kontrollieren beim Einsteigen dann gleich die Tickets. Endlich, meine erste Fahrt im kubanischen Fernzug kann losgehen. Auch wenn ich bei dem Lärmpegel das Gefühl habe, dass ich schnell unterwegs bin, ist es doch eher eine entschleunigte Reise. Von Santiago nach Santa Clara dauert meine Zugreise 15 Stunden. Auf den harten Bänken kann das mit der Zeit durchaus mühsam sein. So mancher Pendler in Deutschland saß schon auf diesen Bänken. Freilich, als die Regionalzugwagen noch in Deutschland unterwegs waren, hatten sie ein bisschen anders ausgesehen. Sie sind vielen unter dem Spitznamen Silberlinge bekannt. Schon lange in Europa ausgemustert, versehen die Waggons in Kuba noch ihren Dienst. Auf den ersten Blick würde man sie nicht mehr wiedererkennen. Vieles wurde verändert, umgebaut, herausgerissen und mit anderen Farben gestrichen. Aber nicht entfernte Details verraten dann doch, aus welchem Land die Waggons stammen könnten. Der Bordservice verkauft Sandwiches direkt an dem Platz und bei einem Zwischenstopp kaufe ich am Bahnsteig,
mein Mittagessen in dieser Lunchbox. Die Box ist handgemacht und aus einem Karton ausgeschnitten. Und auch in diesem Zug finde ich dann bald Gesprächspartner und mit Händen und Füßen ist die Sprachbarriere schnell überwunden und von so mancher Begegnung gibt es auch ein Erinnerungsfoto. In der Hauptstadt Havanna geht meine Reise zu Ende. Der wohl berühmteste Zug in Kuba fehlt allerdings in meinem Reisebericht. Es ist die Hershey-Eisenbahn, die Casablanca bei Havanna mit Matanzas verbindet. Ich habe mehrmals versucht, mit einem der legendären Triebwagen zu fahren. Leider vergeblich. Die Züge waren während meines einmonatigen Aufenthalts bei jedem Versuch außer Betrieb. Tren cancelado. Zug gestrichen. Aber vielleicht ist morgen eine Fahrt möglich. Zugfahren in Kuba braucht einfach Geduld. Kuba zählt zu den abenteuerlichsten Zugreiseländern, die ich bisher bereist habe. Und auch die Reiseplanung war eher schwierig. Es ist bestimmt von Vorteil, wenn man die Landessprache spricht. Wahrscheinlich ändert sich die Situation in den kommenden Jahren. Warst du schon einmal mit dem Regelzug in Kuba unterwegs? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar und ich freue mich auch drauf, wenn du von deinen Erlebnissen berichtest. Wenn du Lust auf Zugreisen und Abenteuer und auch Tipps für Urlaub ohne Auto in Europa hast, dann abonnier gerne den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Tschüss, Servus und Baba, bis zum nächsten Mal. Okay. Ich muss sagen, ich war jetzt natürlich selber relativ still bei dem Video. Das lag aber auch unter anderem daran, weil es auch für mich komplett ja nochmal eine neue Sichtweise und Erfahrung war. Wie gesagt, ich bin das letzte Mal als Kind mit dem Zug in Kuba gefahren, als Erwachsener eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich das nächste Mal dort bin, werde ich das aber auch mal machen. Ja, einfach um so dieses Feeling nochmal zu haben. Schönes Video, ja, gebe ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Was sagen so die Kommentare? Leider nicht so viel. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns das nächste an. 18 Minuten. Kommt das Ende des Kommunismus auf Kuba? Ja, heißes Thema. Schauen wir mal. Es war einmal neben einem baufälligen Militärflughafen voller alter sowjetischer Hubschrauber und Kampfflugzeuge eine kleine Stadt namens San Antonio de los Baños. Eine Stadt kolonialen Ursprungs, welche im ganzen Land als die Hauptstadt des Humors bekannt war. Nun, immerhin ist sie der Veranstaltungsort der internationalen Biennale des grafischen Humors. Doch ab Juli 2021 könnte sie besser bekannt werden als das kubanische Epizentrum für schlechte Stimmung und soziale Unzufriedenheit. An Gründen mangelt es wahrlich nicht. Kuba steht vor der schlimmsten Lebensmittelknappheit seit den 1990er Jahren. Kuba erkennt ernsten Mangel an Medikamenten an.
Denn San Antonio de los Baños ist der Ort, an dem alles begann. Es ist jener Ort, an dem die Menschen die Nase voll hatten. Und es ist der erste Ort, an dem die Menschen ihre Angst verloren und die ersten Massenproteste gegen das kubanische Regime lostraten. Zumindest die ersten seit 1994. Diese Proteste nahmen ihren Ursprung also außerhalb Havannas, breiteten sich jedoch schnell im ganzen Lande aus. Vor allem in den Provinzen Mayabeque und Matanzas, wo sich zum Beispiel die Touristenhochburg Varadero befindet. Auch in der Hauptstadt, in Havanna selbst, gab es dann zahlreiche Protestkundgebungen. Dieses Mal waren die Proteste etwas seltsam, nicht nur, weil es in einer kommunistischen Diktatur wie Kuba selten vorkommt, dass es überhaupt Proteste gibt, sondern auch, weil es das erste Mal ist, dass eine groß angelegte Protestwelle, zumindest für kubanische Verhältnisse, außerhalb der Hauptstadt begonnen hat. Denn im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern hat es das kommunistische Regime, das Kuba seit mehr als 60 Jahren regiert, geschafft, einen starken institutionellen Rahmen zu schaffen, der jeden Winkel des Landes erreicht. Dies gibt der Diktatur eine Position der breiten Herrschaft und Kontrolle über die gesamte Bevölkerung. In der Tat ist das kubanische Regime eines der wenigen kommunistischen Regimes, die es trotz aller Schwierigkeiten geschafft haben, den Fall der Berliner Mauer und den Zusammenbruch der Sowjetunion zu überleben. Darüber hinaus überlebte das Regime sogar die große Wirtschaftskrise, die das Land zwischen 1990 und 94 heimsuchte. Eine Krise, welche die strenge Rationierung grundlegender Alltagsgüter und schwere materielle Engpässe verursachte, die bis heute anhalten. Es war eine Zeit, in der Kuba in nur 3 Jahren 63% seines Bruttoinlandsprodukts verlor. Ein Schlag, von dem sich das Land erst nach mehr als 17 Jahren erholen würde. Denn die Sowjetunion war viel, viel mehr als nur ein politischer Verbündeter für Kuba gewesen. Sie war jahrzehntelang der eigentliche wirtschaftliche Motor der Insel. Zum Beispiel verkaufte die UdSSR Öl zu Vorzugspreisen an Kuba. Öl, das die Kubaner dann zum Teil reexportierten, um sich Dollars zu beschaffen. Kuba erhielt auch zinsgünstige Kredite aus Moskau. Das heißt sehr langfristige Kredite mit sehr niedrigen Zinssätzen und einfacher Rückzahlung. Die Kubaner wurden auch für die Anwesenheit von Truppen der Roten Armee auf der Insel entschädigt und exportierten den Großteil ihrer Produktion in den sowjetischen Markt. Um dir eine Vorstellung davon zu geben, etwa 70% des gesamten kubanischen Handels wurde in die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geleitet. Kuba war von der UdSSR abhängiger, als es von Spanien und den Vereinigten Staaten in seiner gesamten Geschichte gewesen war. Als die UdSSR dann zusammenbrach, brach auch die kubanische Wirtschaft zusammen. Es waren sehr harte Krisenjahre, in denen sogar der Kalorienverbrauch der Kubaner um fast 30% reduziert werden musste. Es war eine Phase, welche als die spezielle Periode bekannt ist. Jahre extremer Härte, die am Ende eine soziale Explosion anheizten, den Malecunazo-Aufstand. Anfang August 1994 hielten die kubanischen Behörden 4 Boote mit Flüchtlingen fest, die auf dem Weg in die Vereinigten Staaten waren, um der Krise zu entkommen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Hunderte und Aberhunderte von Menschen versammelten sich auf Havannas Malecón, einer breiten Strandpromenade, bewaffnet mit Stöcken und Steinen. Sie stellten sich gegen die Polizei und skandierten Parolen gegen den damaligen Präsidenten und Diktator Fidel Castro. Dennoch bleibt das kommunistische Regime entgegen aller Widerstände bis heute an der Macht. Denn wie ich schon sagte, neben reiner Repression haben sie ein anderes Mittel gefunden, das ihnen die Macht sichert. Den Institutionalismus, den sie über das ganze Land wie ein engmaschiges Netz geknüpft haben. Das Land ist totalitär, aber institutionell durch und durch. In der Tat ist die politisch-institutionelle Konstruktion des kubanischen Regimes größtenteils von der sowjetischen Erfahrung inspiriert. Es unterhält sehr ausgefeilte Machtstrukturen auf Regierungs- und Militärebene. Das heißt, es gibt so gut wie keine Verräter oder bedeutende interne Machtkämpfe. Außerdem verfügt die Regierung über einen der besten Sicherheits- und Nachrichtendienste Lateinamerikas. Genau das ist der Grund, warum trotz aller Krisen, die die Insel erlitten hat, der Traum von Freiheit und Demokratie für das kubanische Volk immer sehr, sehr weit entfernt und schwer zu erreichen war. Aber ich wette, dass sich an diesem Punkt alle fragen, wie um alles in der Welt ist es dann zu den Bildern gekommen, die wir von den Massenprotesten in Kuba gerade gesehen haben? Was hat eine solche soziale Explosion ausgelöst? Welche Ursachen und Umstände stecken dahinter? Und vielleicht die wichtigste Frage von allen, werden die Proteste weitergehen und es diesmal schaffen, das Regime zu stürzen? In diesem Video werden wir euch alles genau erklären. Also aufgepasst. Ich wollte mal das Intro, ich habe davon geguckt, ich habe gesehen, okay, das ist ein Kapitel unterteilt und das Intro geht entsprechend länger. Das wollte ich mal durchlaufen lassen. Ja, ihr kennt ja soweit meine Meinung zum Thema. Das, was jetzt soweit hier im Intro gesagt wurde, das kann ich so unterschreiben, das kann ich so auch, da gehe ich komplett mit.
Das war soweit korrekt. Ja, mal sehen, was jetzt das Video noch bringen wird. Das heißt, da kommt das Ende des Kommunismus auf Kuba, gut als Fragezeichen. Um die Antwort vorwegzunehmen, jein. Kuba ist ja in den letzten Jahren schon dabei, ja, entsprechend Gesetzeslagen zu ändern, generell Gesetze zu ändern, und sich immer weiter zu öffnen. Ein Punkt ist halt zum Beispiel auch das Internet, was immer mehr verfügbar gemacht wird, auch zu günstigeren Preisen. Also auch da passiert was. Ja, zum politischen System ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist eine Sache, auch die muss sich ändern. Na, also insgesamt, aber ich glaube, dass da allzu schnell nichts passieren wird. Aus denselben Gründen, warum die letzten 60 Jahre nicht viel passiert ist, glaube ich nicht, dass da jetzt von heute auf morgen da was geändert wird. Da er entsprechend schon, wie gesagt, für im Land selbst entsprechende Änderungen einkehren. Das aktuelle Problem, die pandemische Lage, ist natürlich ein Punkt, was halt Kuba sehr, sehr stark trifft. Kuba hat viele Schulden. Kuba kann sich keine Importe großartig leisten. Und die Wirtschaftslage, beziehungsweise auch die Versorgungslage generell, ist halt ja, quasi nicht existent. Ja, Preise schnellen in die Höhe und ja. Kuba hat da gerade ordentlich zu tun und ich sag mal, Kritik trifft da auf jeden Fall entsprechend die richtigen Personen, beziehungsweise nicht nur Personen, sondern allgemein Entscheidungen, die getroffen wurden. Und da ist halt gut, dass dort jetzt entsprechende Änderungen eintreten. Diese Änderungen, wie gesagt, betreffen aber gesetzliche Änderungen und nicht das politische System an sich. Ne? Und deswegen vorab meine Meinung zu diesem Video und zu der Frage des Videos: Kommt das Ende des Kommunismus auf Kuba? Vorerst nein. Unaufhaltsame Welle der Freiheit. Das Kuba des Jahres 2021 ist nicht mehr das Kuba des Jahres 2015, nicht einmal das Kuba des Jahres 2020. Das Land hat bedeutende soziale Veränderungen erlebt, die bis vor wenigen Jahren schlichtweg undenkbar gewesen wären. Veränderungen, die sich zwar weder in der Regierung noch in der Verbesserung der Wirtschaft oder politischen Freiheit niedergeschlagen haben, aber Kuba in einer gewissen Weise verwandelt haben. Zum Beispiel sehen die meisten Angehörigen der jüngeren Generation trotz aller Propaganda des Regimes die USA nicht mehr als eine feindliche Macht, sondern eher als Vorbild, als eine Art Modell dessen, was sie eines Tages werden könnten. Denn bei all den Veränderungen, die stattgefunden haben, gibt es eine Sache, die einen echten Wendepunkt darstellte: die Ankunft des mobilen Internets. In der Tat war dies einer der Faktoren, der die Menschen bei den Protesten im Juli 2021 am meisten mobilisiert hat. Wir sprechen hier von einem Dienst, den es auf der Karibikinsel bis vor kurzem nicht gab. 2018. Mobiler Internetservice startet am 6. Dezember. Durch das staatliche Telekommunikationsunternehmen Etexa, den einzigen Internetprovider des Landes, können die Kubaner nun von überall aus mobil auf das Internet zugreifen. Das Regime hat jahrelang versucht, diese Büchse der Pandora so fest wie möglich verschlossen zu halten, bis es Wege findet, es mit Hilfe von Zensur und Überwachung im Zaum zu halten. Aber mittlerweile war es einfach zu schwer, den Untertanen noch weiter zu erklären, warum ihnen etwas vorenthalten wird, was selbst im tiefsten Afrika zum Alltag gehört. Nun hat das Regime die Türen zu einer Kraft öffnen müssen, die sehr schwer einzudämmen ist. Denn obwohl das Internet in Kuba streng zensiert wird, ist den Kubanern mithilfe von VPNs, also verschlüsselten Netzwerken, gelungen, ein Fenster zur Außenwelt zu öffnen. Unter anderem können sie sich nun direkt, ohne Filter und Überwachung, mit ihren Familien und Freunden in Spanien oder Miami unterhalten. Das ist ganz klar das beste Gegenmittel gegen politische Propaganda. Das kann man aber auch ohne VPN, also nur so zur Info. Genau. Natürlich geht es aber nicht nur um private Kommunikation. Das Internet hat ihnen auch Zugang zu massiven Mengen an Informationen verschafft.
brandneue Informationen ohne vorherige Zensur durch die kommunistischen Behörden. Jetzt können sie etwas über die Außenwelt lernen, verschiedene politische Standpunkte entdecken, sich selbst organisieren und sogar an politischen Debatten teilnehmen. Eine gewaltige Revolution für die ganze kubanische Insel. Denn jetzt sehen die Kubaner aus erster Hand, welche Folgen es hat, auf einer Insel eingesperrt zu sein, deren Regierung in der Zeit eingefroren zu sein scheint, während es sich ihre ausgewanderten Landsleute im Rest der Welt gut gehen lassen. Hinzu kommt die Enttäuschung und enorme Frustration mit der neuen kubanischen Regierung. Hi, ich bin Steffi. Ihr kennt mich schon als Fußballspieler oder als Kulturtrainer. Wir haben... An der Stelle, das muss man auch ein bisschen relativieren. Er hat ja gerade gemeint, dass Kubaner, die ausgewandert sind, lassen sich es gut gehen im Ausland. Haben auf jeden Fall bessere Chancen, mehr zu erreichen, sage ich mal. Ne? Aber eine Vielzahl arbeitet auch sehr, 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 sehr hart dafür. Ja, viele schaffen es halt aber auch eben nicht. Wenn es um die Chancen geht, da gebe ich ihm vollkommen recht, ne? Aber die allgemeine Aussage wollte ich jetzt so nicht stehen lassen, dass sich halt ausgewanderte Kubaner im Ausland, dass sie es sich gut gehen lassen. Als Raúl Castro begann, die Zügel an den neuen politischen Führer der Insel, Präsident Miguel Díaz-Canel, zu übergeben, waren die Erwartungen groß. Würde dies endlich jener Führer sein, der Offenheit und Wandel in Kuba fördern würde? Nun, theoretisch trat Díaz-Canel für wichtige Reformen ein. Die Öffnung Kubas zur Welt, die Zulassung von Privatinitiative und Selbstständigkeit oder direkte ausländische Investitionen. Im Grunde ein Kurswechsel, den viele kommunistische Diktaturen im Laufe der Jahre erfolgreich durchlaufen haben, um Wohlstand zu ermöglichen. Und ja, es ist wahr, dass einige Veränderungen stattgefunden haben, angefangen mit dem Internetzugang. Aber in anderen Bereichen ging es quälend langsam, zu langsam voran. Die wirtschaftliche Situation verbesserte sich kaum. Die Erwartungen der Menschen wurden alles andere als erfüllt. Eigentlich ist das alles relativ einfach zu erklären. Was die Kubaner im Jahr 2021 wollen, vor allem die Jungen, ist sehr simpel. Sie wollen die neuesten Handymodelle, die ihre Cousins in Madrid schon in den Händen halten können, die Autos, die ihre Onkels in Miami fahren. Sie würden gerne über alles, was sie wollen, reden können, ohne Angst vor Repressalien oder einfach nur frei reisen. Sie wollten ganz einfach eine Zukunftsperspektive und ein normales Leben in Freiheit. Und genau diese Tatsache hatte einem gewissen Bewusstsein den Boden bereitet, dass das Leben, das sie heute haben, einfach nicht funktioniert, einfach nicht das Richtige ist. Sie leben im Namen einer Revolution, die sie nie unterstützt haben. Erschwerend kommt hinzu, dass jene Generation, die am meisten protestiert hat, eine Generation ist, die während der sogenannten Sonderperiode geboren wurde, jener Zeit der schweren Wirtschaftskrise, die, wie wir bereits gesehen haben, auf den Zusammenbruch der Sowjetunion folgte. Kurz gesagt, handelt es sich um eine Generation, die nie etwas anderes als Krise, Repression, Rationierung und Armut erlebt hat. Sie haben einfach nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Was wir also in diesen Tagen sehen, sind die ersten Zeichen, dass die Kubaner ihre Angst verlieren. Was genau war also der Funke, der die Lunte entzündete? Das meinte ich auch schon mal in einem Video, ne? Dass letztendlich was das Problem, was ich halt auch sehe, dass eine Revolution in Kuba verteidigt wird, und man erwartet es auch von seinen Landsleuten, aber ein Großteil davon hat zu dem Zeitpunkt noch nicht gelebt. Ne? Und wie willst du eine Sache verteidigen, die du nie erlebt hast? Und wie er gerade auch schon richtig sagte, ne? Also, alle, die jetzt halt in den Ende der 80er, Anfang der 90er geboren sind, sind halt genau in diesen Zeitraum reingewachsen, wo halt der Gürtel enger geschnallt werden musste, und danach gab es zwar wieder eine Besserung, aber jetzt, wir sind ja wieder halt in der Situation. Ne? Von daher, ja, absolut richtig, kann ich komplett mitgehen. Nun, genau das verraten wir euch jetzt. Der letzte Strohhalm. Um jene Gründe zu verstehen, die dazu führten, dass das soziale Fass im Juli 2021 endgültig überlief, müssen wir das Coronavirus ins Spiel bringen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos litt Kuba seit mehreren Monaten unter einer heftigen Infektionswelle. Eine Welle, die buchstäblich aus dem Ausland importiert wurde, mit der Zustimmung der kubanischen Regierung selbst. Denn der Tourismus ist schlicht und einfach eine lebenswichtige Einnahmequelle für das Regime. So
Sieh dir zum Beispiel diese Organisation an. GAESA, Grupo de Administración Empresarial. Es handelt sich um eine Organisation, ein Konsortium, das den kubanischen Streitkräften gehört. Es ist eine Art Holdinggesellschaft, die alle Arten von Vermögenswerten kontrolliert. Einzelhandelsgeschäfte, Häfen und vor allem Hotels. Ich habe mir Kubas Wirtschaft und Regierung immer wie eine Zwiebel vorgestellt oder wie eine Matryoshka. An dieser russischen Puppen, die im Inneren weitere kleine enthalten. Ich habe nie die letzte Matryoshka gesehen. Ich habe 3 oder 4 gesehen und ich denke, dass das gleiche in einer Institution wie GAESA passiert. In dieser Linie kontrolliert GAESA die Gaviota Tourism Group, ein Konglomerat, dem wiederum die wichtigsten Hotels der Insel gehören. Wir sprechen hier von mehr als 83 Hotelanlagen mit insgesamt 29.000 Zimmern und einem Umsatz unter normalen Bedingungen von mehr als 700 Millionen US-Dollar. Nun, wenn schon 2019 die Touristenzahlen in Kuba deutlich zurückgingen, um 10% wenig, dann war das Ergebnis 2020 einfach katastrophal. Als Folge der Pandemie sank die Zahl der internationalen Touristen, die auf die Insel kamen, praktisch auf Null. Und die kubanische Regierung verlor fast 3 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Und obwohl sich die Dinge 2021 im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert haben, liegt der kubanische Tourismussektor immer noch weit hinter den Zahlen der Vorjahre zurück. Also zählte in einer solchen Situation natürlich jede erdenkliche Einkommensquelle. Und genau aus diesem Grund entschied sich die Díaz-Canel-Regierung in Bezug auf die Pandemie einfach mal wegzuschauen und die Ankunft von internationalen Touristen fast ohne Einschränkungen zu fördern. Die Touristen kamen vor allem aus jenem Land, aus dem in den letzten Jahren das größte Wachstum der Besucherzahl nach Kuba vermeldet werden konnte. Mütterchen Russland. Das Problem? Die Russen litten gerade unter einer heftigen Corona-Welle, verursacht durch die Delta-Variante. Mehr als 150 russische Touristen sind in Kuba in Quarantäne, nachdem sie positiv auf Covid-19 getestet wurden. Beachte, dass dies kein Einzelfall war. Die Ankunft von Touristen, hauptsächlich Russen, verursachte Ausbrüche in Hotels, die sich später durch die dortigen Angestellten im ganzen Land ausbreiteten. Und ganz besonders betroffen war eben jene Provinz, von der ich euch schon zu Beginn des Videos erzählt habe. Matanzas, wo sich Varadero, Kubas Epizentrum des Sonnen- und Strandtourismus, befindet. Die Ausbreitung der Infektion brachte Kubas marodes Gesundheitssystem an seine Grenzen und verursachte eine noch größere Knappheit an Medikamenten und grundlegenden Gütern als sonst. Es war einfach eine ausweglose Situation. Die Wahl zwischen Hunger auf der einen Seite oder Virus plus Hunger auf der anderen. This is the Easy Bar. A complete gem you can use at home or anywhere you want. Denn bereits der Einbruch der Tourismuszahlen 2020 verursachte lange Warteschlangen vor den Lebensmittelgeschäften. Der Grund? Den Großteil seiner Lebensmittel muss Kuba importieren. Das Land kann kaum 20% seines eigenen Bedarfs selbst decken. Wir sprechen von etwa 1,8 Milliarden Dollar pro Jahr, die Kuba für Lebensmittelimporte aufbringen muss. Die Einkäufe werden natürlich auf dem internationalen Markt getätigt und müssen in Dollar oder Euro bezahlt werden. Und was ist Kubas Hauptquelle für Dollars und Euros? Genau, der Tourismus. Als dann im Jahr 2020 kaum Touristen kamen, wurde es für das Regime sehr kompliziert, an jene Dollars zu kommen, die es nun mal braucht, um Lebensmittel zu importieren, damit die Untertanen nicht einfach so verhungern. Und Devisenbeschaffung in Krisen ist vor allem dann kompliziert, wenn du ein Land wie Kuba bist, dem niemand vertraut und dem niemand etwas leihen will. Auf diese Weise entstanden schwere Engpässe bei fast allem und ein Teufelskreis kam in Gang. Was ihn noch bei den Punkt bringt hinsichtlich den Flughäfen, dass man halt keine Devisen mehr zurücktauschen kann. Also das ist ja aktuell immer noch so, dass wenn man reist, wieder zurückfliegt in sein Land, man halt am Flughafen unter anderem zum Beispiel keine Peso mehr zurücktauschen kann in Euro oder Dollar. Ja, und es dann auch in den grundsätzlichen Kadekas, also Wechselstuben, auch nicht funktioniert, weil Kuba halt nun mal die Devisen braucht, ne, und die werden halt gebunkert. Ja, beziehungsweise nicht gebunkert, aber die werden halt nicht rausgegeben, weil die werden benötigt, um auf dem internationalen Markt entsprechend handlungsfähig zu sein. Eine sehr stark eingeschränkte und sehr unproduktive Wirtschaft. Ein System von Staatsbetrieben, das völlig dysfunktional ist und unter Marktbedingungen nicht wettbewerbsfähig ist. Extreme Kontrolle über alles, was auf die Insel kommt. Kurz gesagt, das perfekte Rezept für eine Katastrophe. Die vielleicht größte Fehlkalkulation der Díaz-Canel-Regierung aber war, dass sie nie gedacht hätte, dass die Situation so außer Kontrolle geraten würde, dass dies die größten Proteste in der Geschichte Kubas auslösen würde. Proteste, die noch größer sind als die des Malekunaso-Aufstandes von 1994. Um dir eine Vorstellung zu geben, es wurden 40 Demonstrationen in einem einzigen Tag gemeldet. Das ist offensichtlich nicht die übliche Zahl in einem Land, das mit seiner Faust regiert wird. In der Tat klang der kubanische Diktator Díaz-Canel an den stärksten Tagen der Proteste, welche die Straßenplätze in Havanna füllten, in seinen Kommuniqués ziemlich nervös. Er rief
sogar zur direkten Konfrontation zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung auf. Sie müssen über unsere Leichen gehen, wenn sie die Revolution konfrontieren wollen. Und wir sind zu allem bereit und wir werden auf der Straße sein und kämpfen. Und deshalb sind wir auch hier und rufen alle Revolutionäre des Landes, alle Kommunisten auf die Straße zu gehen. Wir verteidigen die Revolution unter allen Revolutionären. In der ersten Reihe stehen die Kommunisten. Díaz-Canels Appelle machten eines deutlich. Das kubanische Regime mag noch nicht am Rande des Zusammenbruchs stehen, aber es ist bei weitem nicht so gefestigt, wie sie dachten. Nachdem das Internet und sogar der Strom abgeschaltet wurden, um Versammlungen zu erschweren und es schließlich auch zu massivem Einsatz von Sicherheitskräften kam, klangen die Proteste allmählich ab. Polizei und Militärkräfte haben Havanna und die wichtigsten Städte des Landes übernommen. Die Schwarzen Barrette, das kubanische Elite-Repressionskorps und mit PVC-Rohren und Holzstöcken bewaffnete linientreue Zivilisten laufen in Gruppen durch die Städte, um die Bevölkerung einzuschüchtern. Übrigens, jene Schwarzen Barrette, die offiziell Nationale Sonderbrigade heißen, sind ein politisch-polizeiliches Korps, dessen Hauptaufgabe darin besteht, als Schockkommando für die kubanische Diktatur bei jedem Anzeichen von Dissidenz loszuschlagen. Sie wurden vor mehr als 40 Jahren gegründet und kleiden sich in Schwarz, um einschüchternd zu wirken. Sie sind so etwas wie die Prätorianergarde des kommunistischen Regimes. Wir trainieren, um die Revolution zu verteidigen und um unsere Eroberungen zu verteidigen. Aber lassen wir uns nicht ablenken. Okay, vielleicht ist das Ende der Totalität in Kuba noch nicht gekommen. Aber wie lange wird die kubanische Diktatur noch durchhalten können? Das ist die große Frage. Aber wie gesagt, ich sehe es zumindest nicht, dass es in den nächsten Monaten oder gar auch nicht in den nächsten Jahren passiert. Nun, vorerst musste sie bereits in zwei Bereichen einlenken, die bis vor einem Monat noch unüberwindbar schienen. Sie erlaubte Selbstständigkeit und die Gründung kleiner und mittlerer Privatunternehmen. Ein Durchbruch. Informell arbeiten bereits etwa 600.000 Kubaner, gut 13% der werktätigen Bevölkerung, auf eigene Rechnung. Nun können sie in die Legalität eintreten, auch wenn die Regierung betonte, sie würde die Veränderungen vorsichtig beobachten. Die Untertanen dürften nicht über die Stränge schlagen. Zuvor hatte sie jedoch bereits eine andere Beschränkung aufgehoben, das Verbot privater Importe. Kuba hebt Zollbeschränkungen für Lebensmittel und Medikamente nach Protesten auf. Ganz nebenbei bemerkt. Was sehr kurios ist, ist, dass die Presse oft das US-Embargo betont. Aber auch nur bis zum 31.12. diesen Jahres. Wobei ich persönlich davon ausgehe, dass sie das Datum mal korrigieren werden. Also ich persönlich gehe auch von Sommer nächsten Jahres aus, tatsächlich. Schauen wir mal. Dass die Insel bestraft, aber nie das von der kubanischen Regierung selbst errichtete Embargo, also die Einschränkungen des Handels mit der ganzen Außenwelt. Und wenn eines auf jeden Fall klar ist, dann, dass der beispiellose soziale Aufstand im Juli 2021 ein verzweifelter Schrei war, der zwar nicht zum Sturz der Diktatur geführt hat, aber dazu diente, dem Wunsch nach Demokratie in Kuba weltweit Gehör zu verschaffen. Und genau an diesem Punkt müssen wir zur zukünftigen politischen Agenda kommen. Denn um es klar zu sagen, wenn die Kommunistische Partei Kubas weiterhin die Insel regieren will, wird sie keine andere Wahl haben, als echte Wirtschaftsreformen durchzuführen, marktorientierte Reformen, wie sie Deng Xiaoping in China in Angriff nahm. Denn was uns diese Krise zeigt, ist vor allem, dass, wenn sich das Regime weiterhin weigert, ihr Wirtschaftsmodell zu ändern, dann könnte die Zorn des Volkes sie bald hinwegfegen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Krise das fragile Kartenhaus zum Einsturz bringt. Denn die Kubaner sind nun mal keine Nordkoreaner und werden nicht verharren, bis sie fast alle verhungert sind. Aber an diesem Punkt bist du an der Reihe. Werden Díaz-Canel und seine Kumpane bereit sein, Kuba zu modernisieren, um an der Macht bleiben zu können? Werden diese Proteste zu einem Kuba mit mehr sozialen und wirtschaftlichen Freiheiten führen? Oder wird die Regierung den Weg von immer mehr Repressionen wählen? Reichen die derzeitigen Lockerungen aus, um das Land wirtschaftlich zu stabilisieren? Und welche Position sollte die internationale Staatengemeinschaft einnehmen? Teilt eure Meinung bitte wie immer mit uns und auch allen anderen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gebt uns bitte einen Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst... Wirklich ein sehr gutes Video, muss ich sagen. Die, was waren das jetzt, 17 Minuten, haben sich auf jeden Fall gelohnt. Inhaltlich kann ich da auch komplett mitgehen. Da gebe ich auch einen Daumen nach oben. Natürlich wurde die Frage an sich des Videos nicht beantwortet, ne, sondern letztendlich wurde nur halt Geschichte nochmal besprochen und auch die aktuelle Lage, mehr aber auch nicht. Wir gucken mal, was einige Kommentare vielleicht mal sagen. Kuba sollte Deutschland ein ernstes Thema in den Sitz geben. Okay. Alle drei Tage ein Video, das ist glaube ich. Ich weiß nicht, was auch. Ja.
sehr gutes Video. Gut. Das dazu. Was haben wir noch? Noch ein kurzes Video. Das wird dann wahrscheinlich auch das letzte sein, weil das andere halbe Stunde ist mir vielleicht doch ein bisschen zu lang. Machen wir dann ein anderes Mal. Aber das 5 Minuten Video hier, das gucken wir noch. So. Was ist das Polnisch? Ich hoffe, man geht um Polen, um Kuba. Ich sehe gerade, hier kommt nichts zu. Hier kommt nichts direkt zu Kuba, sondern sie erzählt anscheinend nur was dazu. Ja gut, die Sprache verstehe ich jetzt an der Stelle nicht. Von daher tut es mir an der Stelle auch leid, dass ich da dieses Video nicht beurteilen kann. Gut, jetzt sind die 5 Minuten weggefallen, aber es gibt mir trotzdem noch zu lange, die 30 Minuten hier. Machen wir ein anderes Mal. Okay, das soll es dann erstmal sein für heute. 3 Videos, ja 2. Waren es ja am Ende. Und dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.